Und hier kommen die Brötchen auf Rädern. So bekommt auch Franz Sauer sein Brot. Das ist ja ein Service. Mit 85 ist er der Dorfälteste. Er ist auch ein Hähninger Urgestein, noch fit und erzählt gern von Hahn, wie es früher einmal war. Wir waren die kleinste, wie ich Ihnen gesagt habe, die kleinste Gemeinde in Südwestdeutschland. Sein ganzes Leben war er hier, aufgewachsen in dem Haus, in dem er heute noch mit seiner Schwester Aloisia lebt. Das war alles anders. Ach Gott im Himmel, so primitiv. Jetzt ist anders, ne? Ja, da hat doch keiner. In den alten Häusern war doch kein Bad oder alles Blumsklo in einem Haus. Gott, oh Gott. Das ist jetzt anders, aber ein Glück, ha? Ja, das können Sie wohl glauben. Als er ein Schulkind war, begann der Krieg. Andere Zeiten im Dorf. Im Haus der Familie waren Soldaten untergebracht. Jede Ecke war besetzt. Was meinen Sie, was das im Krieg war? Wir hatten die Endquartierung von Anfang Krieg bis Ende. Hier im Wald war Sprit- und Munitionslager. Diese Munitionslager haben sie dann samstags abends gesprengt, jeder Armee gekommen ist. Und da haben sie also Ladungen drunter gemacht, da haben sie gemeint, die Sonne ging auf, die rote Glut über so einen Haufen. Und da sind aber die Zielen all durcheinander geflogen am Dach und die Fensterscheiben in Gang. Hm. Man kann sich noch an vieles, da könnte man zwei Romane schreiben vom Leben. 15 Jahre war er damals der älteste von 7 Geschwistern. Ein Bruder lebt in Lebach, den will er jetzt besuchen und verabschiedet sich von mir.